Heute gibt es italienischer Pony-Whisky. Obwohl Pony könnte auch Ding sein. Könnte auch Indisch sein. Punani. Punani. Jamaikanisch. Hey, you want to drink my Punani? Das können wir schon gar nicht reinnehmen. Ja, stimmt. Außer die Leute wissen nicht, was Punani ist. Es könnte ja auch eine tropische Frucht sein. Wenn du darüber nachdenkst, macht das Sinn. Hallo Mama. Moin Whisky-Fans. Willkommen bei den Malt Mariners. Natürlich mit Leon. Und mit Paddy. Mhm. Und heute geht's um die Brennerei Puni. Oh ja. Yeah. Puni. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es ist ein italienischer Whisky. Ja, ein italienischer, europäischer, italienischer Whisky im Prinzip. Ich glaube, das ist irgendwo so Norditalien halt so. Ne? Ja, so Tiroler Ecke irgendwo. Tirol, ne? Tirol. Tirol. Ja, ich bin nicht so ganz fit mit, diesem, mit dieser Region, sage ich mal. Ich glaube, das ist die Po-Ebene. Ungefähr. Ungefähr. Für mich ist es eine Premiere. Ich habe noch nie einen Whisky von Puni getrunken, habe die Brennerei aber schon sehr lange auf dem Schirm und bin deswegen auch sehr neugierig, weil ich immer wieder viel Interessantes und Gutes davon gehört habe. Genau, du kannst ja schon mal so ein bisschen einschenken. Wir haben uns zwei Minis haben wir dabei, zwei Samples. Die haben wir von Mike Alas von Kirschwhisky geschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Danke, Mike. Und wir haben einmal den Gold, ne? Puni Gold und einmal die Masala Edition. So. Und die beiden schauen wir uns einmal an. Was schön ist, ich glaube, Masala ist auch ein italienischer Süßwein, oder nicht? Da kennst du wieder dich nicht aus. Ich glaube, ja. Aber ich glaube auch. Ich glaube, Masala ist... Komm. Komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir werden doch hier keine halben Sachen machen. Fuffis im Club. Punis im Club. Genau, also ich würde einfach sagen, wir halten mal das Näschen rein. Ganz kurz vorab, was wissen wir über die Brennerei? Außer, dass sie in Italien destilliert. Wir wissen, dass sie auf Potstills destillieren, also auf schottischen... Also auf... Ich weiß nicht, ob es Forsyth-Potstills sind aus Schottland, weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es Potstills sind. Mhm. Also es ist nicht irgendeine andere Destillationsmethode, also man kann es durchaus, wir könnten sie jetzt schon mit europäischen Single Malts vergleichen, zum Beispiel Amourique, Bretagne wäre ein Vergleich wert. St. Kilian, Deutschland. St. Kilian oder den Golden Carolus haben wir auch schon probiert, der ist auch auf schottischen Potstills aus Belgien. Und wir halten mal das nächste rein. Ja, na? Also ich habe schon mal geschnuppert. Mhm. Du darfst ja gerne auch selber mal schnuppern, aber ich kann euch sagen, das ist für mich komplett Birnenkompott. Aber kennst du diese nassen Birnen, weißt du, die eingelegten Birnen in diesen Metallcontainern, ohne den Metallgeschmack tatsächlich, aber so... Naschi-Birne. Naschi-Birne, ja, Naschi-Birne passt sogar noch ein bisschen besser. Und mit so einem Vanille-Schweb darüber. Ich habe ehrlich gedacht, dass die Nase schlechter ist. Ganz ehrlich. Also ich bin gerade positiv überrascht. Das kann aber auch sein, weil ich habe jetzt locker über eine Woche keinen Whisky getrunken, dass ich gerade jeden Whisky gut finden kann. Aber also mir sagt die Nase noch nicht viel. Der Gold hat jetzt wie viel Prozent? 43. 43? 43. Ich meine, ja, 43. 43. Ist, die Nase ist verhalten, aber ich stimme dir zu. Recht birnig, recht vanillig. Mhm. Die Frage ist, wollen wir am anderen auch schon riechen oder trinken wir den zuerst? Ich glaube, ich rieche mal an dem zum Vergleich. Jetzt haben wir den Masala hier. Schnuppern wir mal am Masala. Die Farbe ist natürlich auch auf jeden Fall, kann man so, ich halte euch mal zum Vergleich das Ganze so gegen unsere Vergleichsraufasertapete. Farbe ist auf jeden Fall, ist Originalfarbe, nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert, meine ich. Oh wow, okay. Ja, da kommt der Masala richtig durch, ne? Ja, voll Maggi, oder? Also ich habe gerade einen Brühwürfel in der Nase gehabt als erstes. Genau, dunkel, würzig und süß. Also das ist immer so Maggi. Mhm. Dunkel, würzig und süß, das passt gut. Sehr holzig und nussig, finde ich auch. Das sind Beschreibungen, die auf mich passen. Geht schon wieder los. Dunkel, wurzig und süß. Willst du mal probieren? Sehr schön, ja. Beim Masala bin ich mir nicht sicher. Die Nase könnte drüber gebügelt sein, könnte für mich zu viel Fasseinfluss sein, aber schauen wir uns gleich an. Mhm. Trinken werde ich jetzt erstmal den Gold. Ich auch. Slange, nee, was sagt man denn in Italien? Salute. Salute. Süffig. Süffig. Lecker. Klassischer europäischer Whisky, finde ich. Ne? Also kein Schotte. Aber lecker. Lecker und süffig. Birne, Vanille. Trotzdem voll im Mund, auf jeden Fall. Tolle Entwicklung. Cremig. Erinnert mich, ja, cremig. Erinnert mich einen Tick auch wieder an Iren. Lecker. Oder? Weißt du, weil das so. Ich finde die noch ein bisschen voller und öliger. Ja, das stimmt. Die sind mir meistens noch zu. Durch die Dreifachdestillation oft zu spritig und dünn.
Der hat schon cremig, also der ist, ich finde, der hat schon ein bisschen Öligkeit und so. Total, und ja. Wie alt ist der? 5 Jahre? Fünf Jahre mindestens, genau. Also die sind 5 Jahre mindestens alt. 2010 wurde die Brennerei gegründet. Die haben 2012 ihren ersten New Make produziert. Das heißt, wir haben ja jetzt das Jahr 2019, im Jahr des Herren. Ich bin jetzt mal so frei, weil ich habe nämlich gerade nicht auf dem Zettel, was die kosten. Das würde ich euch nämlich gerne noch einmal erzählen. Mhm. Also, beziehungsweise erzählen muss es euch nicht, weil ich blende euch ja später ein, was die Teile kosten. Aber ich möchte es jetzt wissen, damit wir so ein bisschen über das Preis-Leistungs-Verhältnis auch sprechen können. Richtig, genau. Weil aber, ich finde den lecker. Ich finde den echt lecker. Der Gold ist echt lecker. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ich wollte enttäuscht werden. Kennst du das, wenn du so Whiskys, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so Whiskys neu aufmacht und ihr denkt so, ja, mag der, kann der was, kann der nicht was. Man hat ja irgendwie auch immer so ein bisschen, wie sagt man, Vorurteile anderen Whiskys gegenüber. Mhm. Meistens auch, wenn sie jetzt nicht aus Schottland kommen. Aber 42 Euro finde ich in Ordnung. Finde ich auch in Ordnung. Für einen europäischen Whisky? Und was ich auch spannend finde, und das ist etwas, was noch nicht so ganz in meinem Kopf geht, weil ich kenne immer diese magische Grenze von 46 Volumenprozente, dann ist der halt nicht kühl gefiltert. Der hat 43 und ist nicht kühl gefiltert. Das muss ich nochmal irgendwie nach. Haben wir in letzter Zeit oft gehabt. Ich habe jetzt echt oft Whiskys im Glas, die 43 haben, die nicht kühl gefiltert sind. Anscheinend funktioniert es auch. Ne? Mhm. Der andere, der Masala, liegt so bei den 50 Euro roundabout, grob. Mhm. Also beide in einem bezahlbaren Rahmen, finde ich. Na okay, Wasser kann der nicht so gut. Ich will jetzt mal den anderen probieren und gehe dann nochmal zurück zu dem Gold. Entschuldigung, hat er was an der Nase. Ist, glaube ich, nicht so cool, vor der Kamera zu popeln, ne? Nee. Also der Masala hat so ein bisschen was anderes. Mhm. Der Masala, wie gesagt, der riecht für mich sehr düster. Ich habe ein bisschen Sorge, dass sie einfach hier ein extrem aggressives Masala-Fass genommen haben und drüber gerutscht sind, sage ich mal, über den Whisky. Ich probiere den jetzt mal und gucke mal, ob ich recht habe. Ich hoffe, ich habe nicht recht. Wasser brauchst du nicht reinmachen. Okay, kein Wasser in den Gold. Nee. Alles klar. Zerbricht. Schauen wir uns mal den Masala Edition an. Jo. Zum Wohl. Gut. Schokoladen, ja. Alkoholbohnen, weißt du so. Mm. Oh, bisschen aber, Kaffeebohne auch. Ja, und Nuss. Nuss, ich glaube. Haselnuss, aber total. Voll nach, ja. Oh, Nutella. Ja, nicht ganz so süß für mich, aber Haselnuss auf jeden Fall. Mm. Der ist gut. Oh, wow. Der ist sehr gut. Der ist sehr lecker. Ja, ich muss dir recht geben, weil ich hatte mit Mike geschnackt und meinte so, Mike, welchen soll ich denn probieren? Und er meinte, probier mal die Masala Edition. Und ich habe ihm schon so gesagt, ne, ich bin ja skeptisch bei europäischen Whiskys. Aber in dem Fall muss ich echt sagen, Mike, du hattest recht, der ist gut. Der ist sehr lecker. Der ist wirklich lecker. Also, okay, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen die Jugend, dass er halt nicht ganz so lange im Fass lag. Der Abgang ist ein, also der kommt gerade so Anfang, Mitte lang, der ist sehr kurz schon. Aber ich finde das einen gefährlichen Zech-Whisky. Ja. Weil der kann wirklich gut gepaart werden mit einem Bierchen oder sowas oder vielleicht sogar selbst mit einem Weinchen oder ähnliches, aber... Also ich bleib dabei, ich glaube, dass der aufgrund, für mich sind junge Whiskys mit einem aggressiven Fass, also Sherry, Port, Wein, sind für mich immer gefährlich, weil die, ich glaube auch, dass der zerbricht mit Wasser. Mhm. Aber ich würde auch sagen, der erste Eindruck ist sehr lecker, er ist sehr süffig, er hat schöne Weinnoten, die sind nicht zu aggressiv, aber man merkt schon, dass es ein kräftiges Fass ist und dass der Whisky nicht alt ist. Mhm. Er ist nicht komplex, er ist nicht tief. Aber er hat verschiedene Aromen und die sind angenehm. Also ich habe keine sprittige Alkoholnote, die mich jetzt megamäßig abturnt, sage ich mal. Mhm. Und ja, und wenn er auf 43 die Aromen bringt, hat das Fass ja auch ausreichend gemacht. Ja. Ne? Ich gehe jetzt nochmal zum Gold zurück, aber alles in allem bin ich gerade ganz angetan. Mhm. In die Kategorie Preis-Leistungs-Sieger schaffen sie es für mich, glaube ich, nicht. Weil einfach nach wie vor der europäische Whisky einfach ein bisschen teuer ist für das, was er kann. Aber, wie gesagt, innerhalb der Kategorie europäisches Mainland, finde ich, ist er sehr gut und auch preiswert. Weil, wie gesagt, wenn wir es vergleichen mit anderen Brennereien in der Kategorie, dann ist das eben der Normalstandard, der Preis, den man zahlt für solche Whiskys. Ne? Richtig. Also es ist halt so, wenn man halt Waren in Europa herstellt, sind die generell etwas teurer. So ist es nun mal. Na gut, okay. Naja, gut, Schottland hat ja auch, ist ja jetzt auch noch Europa. Hat ja auch andere Gründe, warum die Schotten ein bisschen günstiger sind. Die haben halt längere, ja, größere Fasslager. Die europäischen Brennereien sind einfach alle jung. Müssen alle irgendwie Cashflow generieren, das ist eben so. Also der kann ein bisschen Wasser, muss er aber nicht haben. Also ich würde euch empfehlen, die auf jeden Fall unverdünnt zu trinken. Die sind runtergewässert genug.
bei 43 Volumenprozenten ist oder so. Ich meine, muss man halt selber wissen, immer, ich spiele immer ganz gerne mit Wasser, bin ja so eine Wasserratte. Und dann einfach nur mal zu gucken, was passiert. Ja, bei dem, der wird ein bisschen dünner, wird ein bisschen süßer. Der Gold, den kann man jetzt nicht mehr trinken. Also der Masala, der hat das für mich so ein bisschen weggetreten. Mhm. Aber ist in Ordnung. Ich mag die beide, ich finde die beide sehr lecker. Kaufen würde ich es mir, glaube ich, weiß ich nicht. Ich werde sie definitiv mal im Tasting verwenden, glaube ich, weil ich es interessant finde, auch einfach mal in Südeuropa. Ist halt selten, gibt es ansonsten nicht viel. Mhm. Ne? Was kann man noch verwenden ansonsten? Richtig. Deswegen denke ich, wird der mal im Tasting auftauchen. Mhm. Für mich alleine kaufen würde ich mir, glaube ich, nicht. Da gibt es einfach zu viele andere Sachen, die mir gefallen in dem Preissegment, aber ich finde ihn gut. Die Flasche ist hübsch. Also ich muss sagen, für die Flasche würde ich es vielleicht mir auch nochmal überlegen, weil die Flasche finde ich wirklich hübsch. Die hat oben dieses Schwarz, ne, und die aus der Potzdel nachempfunden im Prinzip, die Flaschenform. Und ich bin ja so ein optischer Mensch, weiß gar nicht, warum ich mit dir rumhänge. Aber aber die Flasche finde ich wirklich hübsch. Ich würde mir, glaube ich, aus dem Grund würde ich mir den ins Regal stellen, weil hübsche Flasche und Italien. Ich habe zwar keine tiefe Verbundenheit, aber der Masala ist schon... Der Masala ist gut. Und die haben auch einen Designpreis gewonnen für ihre Flaschen. Interessiert mich sowas immer überhaupt nicht, weil für mich geht es um das, was in der Flasche ist. Aber die haben auch eine sehr freakige Brennerei. Also wenn ihr mal an der Gegenseite schaut, die auf jeden Fall an. Die haben auch ein Besucherzentrum, soweit ich weiß. Ja. Ist so eine Art Backstein, Kubus. Genau. So ein Kubus aus Backstein ganz drauf. Abgefahrenes Ding. Ja. Oder sonst, ich glaube, hier, der Patok, der hat ein Video darüber gemacht. Der war bei Pony. Sonst guckt euch das mal an, wie er vor Ort war. Der hat das vor Ort abgedreht. Schaut auf den Kanal bei ihm vorbei. Dann habt ihr da, falls ihr keine Zeit habt, da hinzufahren, wenigstens einen kleinen Eindruck mal. Also mal den, haben wir nicht diese Hockets-Dinger? Kannst du gleich ins Bild halten? Ach so, ja. Wenn wir schon gerade Werbung machen. Genau. Support your local Whisky-Gruppen. Bevor der Raid losging auf Facebook und alle Whisky-Gruppen kaputt gemacht worden sind oder zugemacht worden sind, gab es halt noch die Hogsheads von Patok. Ich habe mir damals mal so ein paar Bändchen bestellt und verteile die. Der Masala. Es ist lecker, ne? Ist ein Zech-Whisky. Ist ein Zech-Whisky, ja. Wir müssen langsam, glaube ich, Schluss machen. Wir sind schon wieder über die Zeit. Ach was. Ne? Können wir ja. Ja. Sind wir gut alles. Drin. Nee, aber der Masala, der gefällt mir sehr, sehr gut. Der Gold ist auch ein guter... Für ungefähr 5 Jahre Bourbon-Fassreifen, finde ich, ist der auch schon in Ordnung. Ja, definitiv. Ja. Auch ansonsten auch lecker für Cocktails geeignet. Falls ihr Whisky-Cocktails trinkt, also ich trinke sie gerne. Willst du einen 40-Euro-Whisky? Wenn man es hat, was ist da los? Das ist ja schön so ein... Prolet. Also Männer. Männer und Damen. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis später. Ja, müssen wir so versuchen, heute zu trinken, die Gläser. Nee, ja. Oder so Pate-mäßig eigentlich müssen wir so. Ne? Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Genau, ich trinke 2 Whisky mit dir vor der Kamera. Hallo? Wenn jetzt der Zoom mal nicht im Arsch ist. Whisky Jason hier. Das wäre schon wieder gemein, ne? Ich darf so einen Scheiß aber nicht sagen, wenn die Kamera an ist. Ist die Kamera schon an? Doch. Natürlich, ja. Sehr gut. Ja. Ach, der versteht auch Spaß. Ja, auf jeden Fall.